Herzlich willkommen zum ersten Video-Input im Seminar Grammatik. Dieses Seminar besteht aus mehr als diesen Video-Inputs, aber die Video-Inputs können dabei auch für sich stehen. Die Grammatik, das ist die Lehre davon, wie aus jeweils kleineren bedeutungstragenden sprachlichen Einheiten größere sprachliche Einheiten gebildet werden können. Und in diesem ersten Video-Input beschäftigen wir uns damit, wie aus den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten jeweils größere sprachliche Einheiten gebildet werden. Das heißt, wir beschäftigen uns mit morphologischen Grundbegriffen. Denn die Morphologie beschäftigt sich damit, wie die kleinsten sprachlichen Einheiten bedeutungstragenden sprachlichen Einheiten zu größeren Einheiten verbunden werden. Das hier ist die Literaturgrundlage. Mein Video-Input wird diese Literaturgrundlage nicht ersetzen, sondern bereitet sie für Sie auf. Das hier ist der Fahrplan für den heutigen Block. Wir werden fragen, was ist ein Lexikon? Und was sich in diesem Lexikon befindet und wie das Lexikon aufgebaut ist. Wir beginnen mit dem Lexikon, weil die Frage, wie sich kleinste bedeutungstragende Einheiten zu größeren bedeutungstragenden Einheiten in der Sprache verbinden können, davon abhängt, welche Elemente es überhaupt gibt, die sich kombinieren lassen. Und diese Elemente sind im Lexikon vorhanden. Deshalb starten wir mit dem Lexikon. Wir werden dann dazu übergehen zu fragen, was Flexion ist, das heißt, wie werden Wörter verschiedener Wortarten flektiert, und wir werden auch die Grundbegriffe der Wortbildung anschauen. Da wird es um die Frage gehen, aus welchen Morphemarten Wörter gebildet werden. Beginnen wir also mit der Frage, was ist ein Lexikon? Das wissen Sie natürlich. Ein Lexikon ist ein Wörterbuch, und zwar ein Wörterbuch, das systematisch Auskunft über die Wörter einer Sprache gibt. Und Einträge in einem solchen Wörterbuch nennt man Stichwörter oder Lemmata. Das Lemma wäre Singular, Plural Lemmata. Das ist aber nur eine Bedeutung des Wortes Lexikon. Es gibt daneben auch noch andere. Eine zweite Bedeutung des Wortes Lexikon ist, dass das Lexikon eine Komponente eines theoretischen Modells der menschlichen Sprachfähigkeit ist. Also sowas wie ein grammatiktheoretisches Lexikon. Und Einträge in diesem Lexikon nennt man Lexikoneinträge. Es gibt sogar noch eine dritte Lesart des Wortes Lexikon. Man kann sich nämlich auch darauf beziehen, dass wir Wörter oder Elemente von Wörtern verarbeiten und speichern. Und wenn man davon spricht, spricht man auch von einem mentalen Lexikon. Wenn man möchte, kann man sogar noch von einem vierten Lexikon sprechen. Das wäre sowas wie ein neuroanatomisches Lexikon. Wenn wir nämlich sowas wie Wörter oder Wortbestandteile im Kopf speichern, sozusagen, dann muss auch das irgendwie neuroanatomisch repräsentiert sein oder instanziiert sein. Und wenn man einen Sitz des mentalen Lexikons, das war das Lexikon 3, im Gehirn untersucht, dann hat man es mit einem neuroanatomischen Lexikon zu tun. Hier haben wir nochmal die zwei wichtigsten Lexikonbegriffe nebeneinander. Das ist das, was Sie alle schon kennen, ein Lexikon als Wörterbuch, das Lemmata enthält. Und nicht zu verwechseln damit sowas wie ein mentales Lexikon, das Einträge enthält, also sowas wie Wissen darüber, welche Elemente es in einer Sprache gibt, die man miteinander kombinieren kann. Hier sind die vier Lexika-Lesarten noch einmal nebeneinander gruppiert. Wir haben links zunächst das Wörterbuch.
das Lexikon als Wörterbuch. Das ist natürlich von A bis Z sortiert. Es gibt darin keine Sinnfelder, das heißt Wörter, die in irgendeinem inhaltlichen Zusammenhang miteinander stehen, die stehen nicht zusammen oder nicht systematisch zusammen. Das heißt, es gibt keine Sinnfelder, sondern die Struktur von A bis Z ist stur durchgezogen und das ist auch das einzige Sortierungskriterium. Und in diesem Wörterbuch finden wir auch keine Wortteile, sondern immer nur ganze Wörter. Dann haben wir das Lexikon im engeren Sinne, also das Lexikon als Teil einer Grammatiktheorie oder eines sprachtheoretischen Modells. Und dieses Lexikon ist nicht von A bis Z sortiert, sondern dieses Lexikon ist nach semantischen und grammatischen Kriterien organisiert und es enthält auch Wortteile. Die dritte Lesart von Lexikon wäre das mentale Lexikon. Auch das ist nicht von A bis Z sortiert, sondern das ist nach psychologischen Kriterien organisiert und das würde dann auch so etwas wie Wortteile enthalten. Und das neuroanatomische Lexikon zuletzt, das wäre dann nur so etwas wie die physiologische Entsprechung des mentalen Lexikons. Das grammatiktheoretische Lexikon steht in keinem zufälligen Verhältnis zum mentalen Lexikon. Wenn nämlich das mentale Lexikon sozusagen die psychischen Gegebenheiten repräsentiert, wie in unserem Kopf sprachliche Einheiten organisiert sind, gespeichert sind und wie sie ja, zusammengefügt werden können, dann bestehen oft die Ziele einer Grammatiktheorie daraus, unser Sprachwissen zu modellieren, ein Modell unseres Sprachwissens zu liefern. Und deshalb richtet sich in vielem, manchmal auch in allem, das Lexikon als grammatiktheoretische Einheit danach, was wir über das mentale Lexikon wissen. Und diese beiden Lexikonarten, die werden auch hier im Mittelpunkt stehen. Über Wörterbücher werden wir nicht weiter sprechen und über neuroanatomische Entsprechungen von psychischen Lexikoneinheiten auch nicht. Okay, dann schauen wir uns nun Wörter und andere Lexikoninhalte etwas genauer an. Eine Frage ist zum Beispiel, enthält das Lexikon Wörter? Und wenn ich jetzt im Weiteren von Lexikon spreche, dann meine ich immer das grammatiktheoretische Lexikon oder das Lexikon im Sinne der grammatischen Theorie, das auch, wie gesagt, in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem mentalen Lexikon steht. Was wir über das grammatiktheoretische Lexikon sagen, sollte, wenn möglich, in Übereinstimmung damit stehen, was wir über die mentale, ja, ich sag mal, Repräsentation von Wörtern wissen oder auch von Wortteilen. Wir werden darauf näher eingehen. Also enthält das Lexikon Wörter? Und dann können wir sagen, ja, aber es ist gar nicht so leicht, Wort zu definieren. Wir können mindestens vier verschiedene Wortdefinitionen anlegen. Und zwar das orthografische Wort, das phonologische Wort, das morphologische Wort und das syntaktische Wort. Und wenn man Wort nach den jeweiligen Kriterien hier definiert, dann können vier verschiedene Wortdefinitionen herauskommen. Das orthografische Wort hier wäre also das Kriterium für Worthaftigkeit sowas, also zunächst einmal ein orthografisches und geschriebensprachliches. Und man könnte sagen, ein Wort ist dann jede Buchstabenfolge, die von Leerräumen umgeben ist. Also wenn wir den Beispielsatz haben, wenn Fliegen Fliegen folgen, Fliegen 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 nach. Und hier sehen Sie schon, hier ist jedes Wort im alltagssprachlichen Sinne auch ein orthografisches Wort. Also wenn und fliegen und nochmal fliegen und folgen und nochmal fliegen und nochmal fliegen und nochmal fliegen und nach. Das wären alles orthografische Wörter. Das Problem oder manche Probleme von solchen orthografischen
Wortdefinitionen, die sehen Sie hier. Was machen wir denn eigentlich mit abtrennbaren Präfixen? In unserem kleinen Beispielsatz kommt ja zum Beispiel fliegen, fliegen, fliegen nach vor, also das Verb nachfliegen. Und das bildet hier zwei Wörter, aber wir haben ja durchaus auch eine Intuition darüber, dass nachfliegen eigentlich ein Wort ist und nicht zwei. Wie gehen wir damit um? Oder dann haben wir so Phänomene wie infolge oder weil. Das ist jeweils ein orthografisches Wort, aber in infolge sehen Sie schon, das besteht ja eigentlich aus zwei Wörtern, aus in und aus Folge. Und bei weil verhält es sich ebenso, nur das sehen wir heute nicht mehr. Noch im Mittelhochdeutschen und im Althochdeutschen lag dem so etwas zugrunde wie all die Wiele. Also die ganze Zeit. Und das ist hier zusammen kontrahiert worden zu weil. Wie gehen wir damit um, dass also ein orthografisches Wort auch mehr enthalten kann, mehr Wörter, wenn wir so einen intuitiven Wortbegriff ansetzen. Dann haben wir das phonologische Wort. Hier wären die Kriterien dann eben phonologische, und das heißt gesprochensprachliche in diesem Fall. Hier würden wir zur Definition von Wort sowas wie Grenzsignale im Sprechen oder die Akzentverteilung einbeziehen und außerdem Sprechpausen. Dann haben wir so einen Beispielsatz hier wie infolge seiner Unwissenheit ruft er immer wieder an. Und hier sehen wir infolge, das sagen wir mit einer einheitlichen Intonationskontur und das wäre phonologisch ein Wort, orthografisch wäre es auch ein Wort, aber genau wie eben sehen wir auch hier, eigentlich sind das ja zwei Wörter. Deshalb gibt es hier ebenso Probleme, wenn wir ein rein phonologisches Wort definieren möchten. Dann bekommen wir Probleme wie solche hier, nämlich dass phonologische Kriterien nicht ausreichen, um unseren intuitiven Begriff von Kuh zu umfassen. Denn wenn wir sowas haben wie die Kulifundenteich, dann sehen wir, das ist auch eine einheitliche Intonationskontur und es gibt darin keine Sprechpausen. Und hier würde sich dann die Frage stellen, ist das nicht ein phonologisches Wort? Wenn wir uns das morphologische Wort anschauen, dann haben wir natürlich morphologische Kriterien und die sind medienunabhängig, also nicht darauf angewiesen, dass gesprochen oder geschrieben wird. Und das Kriterium für ein morphologisches Wort wäre, dass es jedes frei auftretende Morphem wäre oder jede frei auftretende Morphemkonstruktion. Also sowas wie un plus gut, ungut. Da haben wir eine Morphemkonstruktion aus un und gut, die frei zusammen auftreten kann, nämlich als ungut. Das wäre ein morphologisches Wort. Un allein wäre kein morphologisches Wort. Das wäre ein einzelnes Morphem, aber das kann nicht frei auftreten, sondern nur in Kombination mit etwas anderem wie in ungut. Ebenso in hinderlich und Aufmerksamkeit. Das wären frei auftretende Morphemkonstruktionen. Wenn ich hier schaue, dann wäre gut hier das einzige frei auftretende Morphem, also das nicht weiter zerlegt werden kann. Auch hier sehen wir mehr Eigenschaften des morphologischen Worts oder des Morphems. Das Morphem liegt dem morphologischen Wort zugrunde und das Morphem ist ein wichtiges Bauteil in unserer Sprache, nämlich das kleinste bedeutungstragende Teil in unserer Sprache, die kleinste Wortbaueinheit der Sprache.
die lässt sich nicht nochmal in kleinere Einheiten zerlegen, die auch Bedeutung tragen, nur noch in kleinere Einheiten, die keine Bedeutung mehr tragen. Und dabei können wir zwischen Simplicia und komplexen Wörtern unterscheiden. Also gut wäre ein Simplicium und ungut ein komplexes Wort. Und wir können zwischen gebundenen und freien Morphemen unterscheiden. Un wäre ein gebundenes Morphem, gut wäre ein freies Morphem. Dann haben wir noch das syntaktische Wort. Das syntaktische Wort funktioniert auch medienunabhängig und wird nach syntaktischen Kriterien abgegrenzt. Und mit einem syntaktischen Wort sind sowas wie Wortformen in zusammengesetzten Ausdrücken gemeint. Also, wenn wir uns unseren Beispielsatz anschauen, wenn Fliegen, Fliegen folgen, Fliegen fliegen, Fliegen nach, dann können wir darin mehrere Wortformen erkennen. Zum Beispiel Fliegen im Nominativ Plural, also das erste Nomen Fliegen in diesem Satz wäre Nominativ Pluralform von Fliegen. Das darauf folgende Nomen Fliegen wäre ein Dativ Plural und auch unsere Verbform von Nachfliegen liegt hier in einer bestimmten Wortform vor, nämlich in der dritten Person Plural. Indikativ, Präsens aktiv und so weiter. Und das sind also Wortformen, konkrete Wortformen, wie sie vorkommen, wären syntaktische Wörter. Und dahinter müssen wir sowas annehmen wie eine abstrakte Nennform, ein Lexem für jedes Wort. Also diese Wortformen fliegen im Nominativ Plural und fliegen im Dativ Plural. Das sind sozusagen zwei mögliche Realisationsformen einer abstrakten Nennform eines Lexems und das heißt dann Fliege. Und die dritte Person Plural unseres Verbs nachfliegen, das wäre auch eine Wortform der abstrakten Nennform des Lexems nachfliegen. Die Frage wäre, gibt es jetzt neben orthografischen, morphologischen, syntaktischen und phonologischen Wörtern oder Wortdefinitionen, gibt es auch ein semantisches Wort? Gibt es auch semantische Kriterien zur Definition eines Worts? Also sowas wie alles, was eine selbstständige Bedeutung hat. Das würde dann aber schon einem freien Morphem entsprechen oder was eine unselbstständige Bedeutung hat. Das würde am ehesten einem gebundenen Morphem entsprechen. Wie sieht es aus mit Haus und Bar und Aber und Zu und Es? Gibt es hier irgendwas an deren Bedeutung, an deren Semantik, das uns Aufschluss darüber geben könnte, wie man daraus eine Wortdefinition ableiten könnte? Also der Konsens ist mehr oder weniger so, dass es schwer möglich ist bis unmöglich, eine semantische Wortdefinition anzulegen, denn wie sollte die zum Beispiel im Falle von aber heißen und wie bekommt man in eine semantische Wortdefinition so semantisch Disparates zusammen wie Haus oder das Morphem bar, aber, zu und es. Das scheint schwer möglich zu sein und deshalb nimmt man in der Regel kein semantisches Wort an. Hier haben wir nochmal die ganzen Wortdefinitionen beieinander. Ein orthografisches Wort, ein phonologisches Wort, ein morphologisches Wort und ein syntaktisches Wort. Das Ding ist jetzt, es gibt keine befriedigende oder allgemein akzeptierte Wortdefinition. Wir brauchen sowohl orthografische Kriterien, phonologische Kriterien, morphologische Kriterien und syntaktische Kriterien, um in etwa das zu erfassen, was unserer Intuition von Wort entspricht. Und unsere Intuition spiegelt wiederum das wieder, wie Wort in unserem Geist, also im mentalen Lexikon, repräsentiert ist. Deshalb muss das Lexikon
als grammatiktheoretische Einheit bzw. im Sinne des mentalen Lexikons tatsächlich alle Kriterien der Worthaftigkeit enthalten. Aber es reicht nicht aus, jeweils nur ein Kriterium, also ein orthografisches, phonologisches, morphologisches oder syntaktisches, anzunehmen, um Wort zu definieren. Wie ist das Lexikon aufgebaut? Das wird unsere nächste Frage sein. Und das ist auch eine Frage, die in verschiedenen Teildisziplinen der Linguistik beantwortet wird, wenn es nämlich darum geht, wie ist das Lexikon als grammatiktheoretische Einheit aufgebaut, dann beschäftigt sich damit die Lexikologie. Und wenn wir danach fragen, wie ein Wörterbuch aufgebaut ist, also das war unsere erste Lesart des Wortes Lexikon am Anfang, dann beschäftigt sich damit die Lexikographie. Uns interessiert das Lexikon im engeren Sinne, also die grammatiktheoretische Einheit, und deshalb sind das im Folgenden jetzt auch lexikologische Fragen oder Erwägungen und keine lexikografischen. Wir müssen sagen, dass ein Lexikoneintrag das Wissen der SprachbenutzerInnen zu Lexikoneinheiten repräsentiert. Das stimmt ja auch mit dem überein, was ich bereits über das grammatiktheoretische und das mentale Lexikon gesagt habe, dass die nicht unabhängig voneinander modelliert werden, sondern dass sich das grammatiktheoretische Lexikon an unserem Wissen über das Mentale orientiert. Das heißt, wenn wir so ein Wort wie Fliegendreck haben und gucken, was ein Lexikoneintrag zu diesem Wort enthalten würde, dann würden wir sagen, das müsste phonologische Merkmale oder Eigenschaften enthalten, zum Beispiel die Segmentstruktur von Fliegendreck, also sowas wie eine phonologische Struktur, den Wortakzent und die Silbenstruktur, dann müssten da morphologische Eigenschaften im Lexikoneintrag von Fliegendreck repräsentiert sein, zum Beispiel, dass das ein komponiertes Nomen ist, das aus Fliegen und Dreck besteht, dass das eine bestimmte Flexionsklasse hat, also auch auf eine bestimmte Weise flektiert wird, und dass es ein bestimmtes Genus hat, das heißt der Fliegendreck, das wäre also ein maskulines Nomen. Dann müssten da in dem Lexikoneintrag auch syntaktische Informationen gespeichert sein, allen voran die Wortart dieses Wortes, das ist ein Nomen, und da müssten auch semantische Merkmale mit drin gespeichert sein. Und das kann man sich beispielsweise als ein Merkmalsbündel vorstellen, dass es also Ausscheidungen von Fliegen sind, dass das eine solide Form hat, dass das eine bestimmte Farbe hat und so weiter. Also als Merkmalsbündel oder auch als Prototyp. Jetzt ist es so, dass sich die Grammatiktheorien darin unterscheiden, oder die Sprachtheorien, wie viel sprachliches Wissen sie hier im Lexikon aufzählen, also beispielsweise an phonologischen, morphologischen, syntaktischen und semantischen Merkmalen zu dem Lexem Fliegendreck, und wie viele dieser Merkmale sie aus Regeln ableiten. Das ist immer eine Abwägung, die da theoretisch vorgenommen wird. Man kann natürlich so viel wie möglich aufzählen. Das kostet dann natürlich Speicherplatz, auch im Geist. Und man kann versuchen, so wenig wie möglich aufzuzählen und so viel wie möglich vom Rest durch Regeln abzuleiten. Und das ist auch in der Grammatik ein Kompromiss, der immer getroffen werden muss. Und hier unterscheiden sich die Theorien eben darin, wie viel sie aufzählen, also wird tatsächlich jede Wortform und wird auch jedes kleinste Morphem aufgezählt im Lexikon, oder nimmt man auch sowas wie Regeln an, die zum lexikalischen Wissen dazukommen, und anhand deren man dann bestimmte Formen ableiten kann,
so dass man sie eben nicht noch selbst abspeichern muss, weil sie durch Regeln ableitbar sind. Das Lexikon enthält nicht nur Wörter. Ich glaube, das ist eben schon bei der Rede über Morpheme klar geworden. Wörter, darunter verstehen wir Simplicia und komplexe Wörter. Und das, worin das Lexikon auch über Wörter hinausgeht, also über Simplicia wie gut und komplexe Wörter wie Aufmerksamkeit, das ist darin, dass es auch so etwas wie Wortbildungsmorpheme enthält. Was Wortbildung ist, dazu kommen wir noch, aber das sind hier, das sehen Sie schon an den Beispiel, Morphemen b, bar, also betreffen, wunderbar, Einheit oder Achtung. Diese Barheit und Morpheme, das sind Wortbildungsmorpheme und die sind auch im Lexikon enthalten. Das heißt, die sind darin gelistet mit eigenen Lexikoneinträgen, wo dann wiederum spezifiziert ist, was die für phonologische, morphologische, syntaktische und semantische Eigenschaften haben. Dann Flexionselemente und Formen. Die sollen auch im Lexikon sein. Das ist hier mit einem Fragezeichen versehen und zwar genau aus dem Grund, den ich eben schon genannt habe, dass sich hier die Grammatiktheorien darin unterscheiden, ob sie solche Elemente tatsächlich, dass die alle einzeln im Lexikon gelistet sind mit ihren Eigenschaften oder ob die nicht über eine kleine Anzahl von Regeln tatsächlich immer abgeleitet werden können. Mindestens braucht man aber sowas wie Hinweise darauf, wie ein Wort oder welchem Flexionsparadigma ein Wort angehört. Das sollte immer nötig sein im Lexikon. Und das andere Extrem wäre dann, also das wäre eine Minimalinformation, das andere Extrem wäre, dass tatsächlich alle flektierten Formen eines abstrakten Lexems im Lexikon aufgezählt werden. Also nehmen Sie das Verb fliegen. Hier wäre jetzt die Frage eben, ob es eine Regel gibt. Man sagt, dass die einzige Information im Lexikon wäre, welchem Flexionsparadigma gehört fliegen an. So, und daraus lassen sich dann alle Flexionsformen ableiten. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem wäre tatsächlich alle flektierten Formen von fliegen, vom abstrakten Lexem fliegen, wären auch im Lexikon gespeichert. Also fliege, fliegst, fliegt, fliegen, fliegt, fliegen. Und das wäre nur indikativ aktiv und dazu kämen dann alle anderen Formen, die es von fliegen auch noch gibt. Dann auf jeden Fall im Lexikon enthalten sind wortartige Gebilde. Das sind jetzt beispielsweise Abkürzungen wie BH als Büstenhalter oder Akronyme, PIN, persönliche Identifikationsnummer oder Kürzungen wie Auto von Automobil. Dann auch auf jeden Fall im Lexikon enthalten sein müssen Idiome, sogenannte Phrasiologismen. Das sind nicht kompositionelle Mehrworteinheiten. Das bedeutet, die sind größer als ein einzelnes Wort, die sind sogar größer als ein komplexes Wort. Das können mehrere komplexe Wörter sein, aber die haben eine Bedeutung, die sich nicht einfach aus der Summe der Einzelbedeutungen der Wörter ergeben, sondern etwas anderes bedeuten können. Beispielsweise sowas wie jemandem den Laufpass geben. Da bekommt niemand einen Pass von jemand anderem, sondern da wird jemand in die Wüste geschickt. Oder etwas geht mir gegen den Strich. Auch hier ist tatsächlich kein Strich involviert, sondern etwas anderes. Das wären Idiome und die müssen als Ganze im Lexikon gespeichert sein, denn wir sind ja in der Lage, die richtig zu verwenden und richtig zu verstehen. Und deshalb müssen wir auf deren Bedeutungen als Ganze zugreifen können. Und dann finden wir auch noch
Kollokationen im Lexikon. Das sind kompositionelle, also die sind jetzt, ich sag mal, semantisch transparent, aber etablierte, also häufig vorkommende Wortkombinationen, sowas wie eingefleischter Junggeselle, blondes Haar, die gibt es auch metaphorisch, das Licht am Ende des Tunnels. Das sind solche Kollokationen, die oft vorkommen, also Wörter, die zusammen oft auftreten und die auch besonders leicht abrufbar sind, die kommen auch im Lexikon vor, die stehen im Lexikon. Etwas anderes, was wir über das Lexikon noch sagen können, ist, dass das Lexikon nicht bloß eine Liste ist, sondern über Sinnrelationen strukturiert ist. Das hatte ich auch schon genannt, als es um den Unterschied des Wörterbuchs und zum grammatiktheoretischen Lexikon ging. Das heißt, Wörter können zu sowas wie Wortfeldern zugeordnet werden. Und die Wörter in einem solchen Wortfeld, die haben zentrale semantische Merkmale gemeinsam und die sind dann die einzelnen Wörter in diesem Wortfeld, die sind durch wenige Merkmale wiederum voneinander unterscheidbar. Hier haben wir ein Beispiel. Wir nehmen die Wörter Mädchen, Junge, Mann und Frau. Da können wir sagen, die haben alle das semantische Merkmal Mensch gemeinsam und das lässt uns sie zu einem Wortfeld zusammenfassen und sie unterscheiden sich dann wiederum in den Merkmalen erwachsen und plus minus weiblich. Diese Merkmale strukturieren sozusagen das Wortfeld mit dem gemeinsamen Merkmal Mensch und den zwei differenzierenden Merkmalen erwachsen und weiblich. Man kann das natürlich auch anders machen, aber so viel zur Illustration dazu, dass das Lexikon keine Liste ist, sondern über Sinnrelationen strukturiert ist. Das heißt, Mädchen, Junge, Mann und Frau, die sind im Lexikon miteinander über semantische Merkmale verbunden. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wir haben hier sowas wie eine Taxonomie, also an der Spitze steht Automobil, darunter stehen dann drei Instanzen davon und unter den Instanzen stehen wiederum Instanzen der einzelnen Instanzen und das kann man für sehr viele Phänomene in unseren Wirklichkeiten tun und hier ist es so, dass die unteren Einheiten immer Arten ihrer oberen Einheiten bilden und das nennt man dann Hyponymie. Das Automobil ist ein Hyperonym, also ein Oberbegriff zu BMW, Mercedes und Renault. Und Mercedes ist wiederum ein Hyperonym zu der A-Klasse, der E-Klasse und der S-Klasse. Und wenn man die Relation umgekehrt betrachtet, dann sind die A-, E- und S-Klasse jeweils A, E und S sind Hyponyme zu Mercedes und Mercedes ist wiederum ein Hyponym zu Automobil. Auch hier haben wir Sinnrelationen zwischen Einheiten im Lexikon, die eben taxonomisch realisiert sind in diesem Fall. Dann lassen sich Lexikon-Einträge nicht nur über Sinnrelationen zwischen Wörtern, sondern auch über Frames und Scripts zusammenbinden. Was heißt das? Wörter sind nämlich durch unser Wissen über Zusammenhänge und Abläufe in der Welt aufeinander bezogen. Und dieses Wissen über diese Zusammenhänge, die nennt man Frames und Scripts, beziehungsweise das sind die Formate dieses Wissens. Hier ist ein Beispiel, wenn ich Ihnen die Wörter präsentiere, bezahlen, kaufen, verkaufen, Produkt, Wechselgeld, Preis, Schulden, teuer, dann springt was an in Ihrem Kopf und zwar das ruft in Ihnen Ihr Wissen zu dem Frame kommerzielle Transaktion auf. Also, Sie wissen,
auf einen Schlag, wie diese Szenen aussehen, in denen diese Wörter vorkommen. Und das hängt an ihrem Weltwissen. Und sie wissen auch, dass wenn bezahlen eine Rolle spielt, dann spielt auch kaufen eine Rolle, dann spielt auch verkaufen eine Rolle, dann ist auch ein Produkt involviert, dann kann auch Wechselgeld eine Rolle spielen. Es gibt einen Preis für das Produkt. Wenn nicht gleich bezahlt wird, sind dann Schulden im Spiel und die Höhe des Preises, da ist dann auch, sind dann auch teuer und günstig Faktoren. Das alles ist Teil ihres Weltwissens und wenn sie ein Wort wie bezahlen hören, dann ruft das sofort diesen ganzen, dieses ganze Wirklichkeitswissen in ihrem Geist hervor. Die Evidenz dafür, dass es tatsächlich solche Frames und Scripts gibt und dass sie deshalb eben auch im Lexikon repräsentiert sein sollten, die kommen aus Assoziationsexperimenten. Wenn man Leuten so einen Ausdruck wie Hammer zeigt, dann assoziieren sie nachweislich damit sowas wie Nagel. Bei Verkaufen ist es Geld, bei Kurz ist es lang, bei Mädchen ist es Junge. Und die sehen Sie schon, die haben, wenn man eine Wörterbuchsortierung anlegt von A bis Z, dann haben Hammer und Nagel, Verkaufen und Geld, Kurz und Lang, Mädchen und Junge nichts miteinander zu tun. Die stehen da in keinem systematischen Zusammenhang zueinander. Die sind rein durch ihre Semantik miteinander verbunden. Auch Versprecher liefern Aufschluss über solche Frames und Scripts. Wenn man nämlich zum Beispiel gestern statt morgen sagt oder Montag statt dienstags oder rechts statt links, dann sind diese Versprecher und das, wofür sie oder was sie falsch machen, was eigentlich für sie hätte stehen sollen, dann sind die auch semantisch ganz eng miteinander verbunden. Ein Versprecher aus meiner eigenen Biografie ist roh, sie, da. Das hat meine Oma immer gesagt, wenn sie den richtigen ihrer Enkel ansprechen wollte und dann ist sie erstmal die Liste durchgegangen. Und auch hier gibt es den Frame meine Enkel sozusagen. Und da gibt es dann verschiedene, die zur Auswahl stehen und die semantisch miteinander verbunden sind und aus denen man das Richtige, den Richtigen auswählen muss. Ein weiteres Merkmal des Lexikons ist, dass es ständig erweiterbar ist. Zunächst haben wir einmal sowas wie einen usuellen Wortschatz. Haustür, Handschuh, Fliegen, Nachfolgen, Maßnahme, Teil, um, öffentlich, ganz normale Wörter. Und das ist der Kernbestand des Lexikons, der usuelle Wortschatz. Und dieser Kernbestand des Lexikons, der ist jedem unauffälligen erwachsenen Sprecher, jeder Sprecherin bekannt. Da kommen jetzt Wörter drin vor wie Haustür, die sind motiviert, das heißt, hier wird, es ist semantisch transparent, dass das eine Tür eines Hauses ist. Dann sind aber auch mehr oder weniger idiomatisierte Wörter in diesem Kernbestand des Lexikons. Handschuh, das ist nur in einem sehr übertragenen Sinne ein Schuh für eine Hand. So, jetzt kommt es aber auch oft dazu, dass wir im usuellen Wortschatz kein einzelnes Wort dafür haben, für etwas, für ein Ding oder Sachverhalt, das wir ausdrücken wollen. Und dann müssen wir eben auf Grammatik bzw. Syntax zurückgreifen und diese Wörter kombinieren, um einen neuen Sachverhalt auszudrücken. Zum Beispiel hatten wir bis vor kurzem noch kein einzelnes Wort für folgenden Sachverhalt: eine Maßnahme, um Teile des öffentlichen Lebens zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung stillzulegen. Und deshalb müssen wir das eben mit so einer komplexen syntaktischen Konstruktion ausdrücken. Wir können aber auch das Lexikon auf andere Weise oder wir können solche neuen Sachverhalte und Dinge auch anders ausdrücken, nämlich indem wir neue Wörter dazu erfinden. Und das kann auf verschiedene Weise geschehen. Wir können das Lexikon erweitern, zunächst einmal dadurch, dass wir Wörter aus anderen Sprachen entlehnen. Zum Beispiel das Wort Lockdown, Chillaxen, Balkon oder Apotheke.
Und der Lockdown, das wäre natürlich das neue Wort für den Sachverhalt, den ich eben noch syntaktisch ausgedrückt habe. Dann können wir neue Wörter urschöpfen, das heißt, wir können einfach Wörter erfinden, die ohne Vorbild sind, zum Beispiel Boing, Schlupp vom grünen Stern, der Urmel aus dem Eis oder Logona. Und diese Urschöpfung, die passiert oft bei Namen, sei das nun von Fantasiewesen oder von Marken, zum Beispiel von Kosmetikmarken. Und wir können Wörter neu bilden. Das wären zunächst einmal sowas wie okkasionelle Neubildungen, also die in einer Sprachgebrauchssituation einfach mal kurzerhand neu gebildet werden, sowas wie Ineinanderschachteln oder Laberanfall. Und diese können eventuell zu einem Neologismus werden, wenn sie dann öfter angewendet werden und in den konventionellen Sprachgebrauch übergehen. Dann entstehen neue Wörter, die dann ins Lexikon aufgenommen werden, also die dann in den Kernbestand des Lexikons übergehen. Beispielsweise wären das der Euro und die Finanztransaktionssteuer. Hier sind nochmal die Eigenschaften des Lexikons stichwortartig zusammengefasst. Kommen wir nun zur Flexion. Wir nehmen hier als Ausgangspunkt noch einmal das syntaktische Wort. Da hatte ich gesagt, das syntaktische Wort, das sind Wortformen in zusammengesetzten Ausdrücken. Sowas wie der Nominativ Plural von Fliege, der lautet Fliegen, oder der Dativ Plural von Fliege, der lautet ebenfalls Fliegen, oder bestimmte Verbformen vom Verb Fliegen, die da lauten könnten, fliegt, Fliege, flogst und so weiter. Und hier hatten wir gesagt, diesen Wortformen liegen abstrakte Nennformen, Lexeme zugrunde, nämlich das Wort Fliege und das Verb fliegen oder auch andere Wortarten wie wenn. Das heißt, wir haben immer ein Wort und viele Wortformen. Wir haben das abstrakte Lexem Fliege und wir haben in unserem Beispielsatz jetzt vier konkrete Vorkommnisse davon. Also der Beispielsatz war, wenn fliegen, fliegen folgen, fliegen fliegen, fliegen nach. Und wir können hier auch noch zwei abstrakte Wortformen identifizieren, nämlich fliegen im Nominativ Plural und fliegen im Dativ Plural. Warum sind die hier abstrakt? Jede konkrete Realisierung ist ein konkretes Vorkommnis, also jedes Mal, wenn ich das sage oder jedes Mal, wenn Sie das lesen. Aber hier diese unterstrichenen Wortformen, die bilden ja trotzdem auch Typen. Es gibt sowas wie eine Nominativ-Pluralform von Fliegen, von Fliege und eine Dativ-Pluralform von Fliege. Deshalb kann man die auch abstrahieren. Aber das Lexem Fliege ist sozusagen nochmal eine Abstraktionsstufe drüber. Das gleiche mit dem Verb fliegen oder nachfliegen. Auch hier haben wir eine abstrakte Nennform als Lexem fliegen oder nachfliegen. Dann ein konkretes Vorkommnis in einem konkreten Satz, den Sie lesen oder hören. Nämlich wenn fliegen, fliegen, folgen, fliegen, fliegen, fliegen nach. Und auch hier haben wir sowas wie eine abstrakte Wortform, die bedeutet, die lautet nachfliegen und bedeutet sowas wie dritte Person, Plural, Indikativ, Präsens, Aktiv. Das heißt, wir haben immer sowas wie eine abstrakte Nennform und aus dieser Nennform oder zu dieser Nennform in Beziehung stehen Wortformen, also konkrete Wortformen, die zusammengesetzt sind aus einer Wurzel oder einem Stamm und einem Flexionselement. Also Fliege plus N, das wäre hier die Endung für unseren Nominativplural oder unseren Dativplural. Und bei Fliegen haben wir das genauso. Wir haben die Nennform mit einem Infinitivsuffix, die heißt Fliegen.
Und wir haben die Wortform, die in unserem Satz vorkommt und die ist auch zusammengesetzt aus einer Wurzel oder einem Stamm und einem Flexionselement. Das wäre in unserem Fall für die dritte Plural-Indikativpräsens aktiv, die Endung N. Und damit sind wir mitten im Thema Flexion. Die Flexion ist nämlich die Bildung der Wortformen eines Worts bzw. eines Lexems. Die Menge der Wortformen eines Lexems, die finden Sie in einem Flexionsparadigma. Hier haben Sie das für das Lexem Fliege als Nomen. Und dann sehen Sie hier die Formen von Fliege im Singular und im Plural und in jedem Kasus. Kasus und Numerus sind hier sozusagen die beiden Merkmalklassen, nach denen das Nomen flektiert wird. Also die Merkmalklassen, das sind grammatische Kategorien, hinsichtlich deren ein Lexem flektiert wird. Und in diesem Flexionsparadigma sehen Sie hier durch Plus abgetrennt das Flexionselement. Das gleiche können wir für Verben machen. Auch Verben haben ein Flexionsparadigma, aber die werden nach anderen Merkmalklassen flektiert. Sie haben hier, finden hier auch Singular und Plural, aber auch die Person, erste, zweite, dritte Person und die Flexionselemente, die hier an die Wurzel bzw. den Stamm dran treten. Die Flexionselemente. Hier sehen Sie für die Hauptwortarten die Merkmalklassen, nach denen sie flektiert werden. Nomen, Artikel und Pronomen werden nach Kasus, Numerus und Genus flektiert. Das Adjektiv wird nach Kasus, Numerus, Genus und Komparation flektiert. Und das Verb wird nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus, Verbi bzw. Diathese. Das sind zwei alternative Ausdrücke für das Gleiche flektiert. Beim Verb spricht man von der Flexion als Konjugation und bei den Substantiven, Artikeln, Pronomen und Adjektiven von Deklination. Eine kleine Erläuterung. Oft spricht man bei den Wortarten nicht von Nomen und so weiter, sondern von Substantiv statt Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv. Und diese vier Wortarten, die kann man nochmal zusammenfassen und dazu sagt man auch oft Nomen. Wenn Sie Nomen meinen und Substantiv, wenn Sie Nomen sagen und Substantiv meinen, dann wäre es manchmal besser, einfach Substantiv zu sagen. Ich habe hier jetzt das Nomen aus Gründen der Tradition aufgeführt. Hier sehen Sie jetzt wiederum die Merkmalsklassen und ihre Ausprägungen. Also beim Numerus unterscheiden wir Singular und Plural, beim Genus Maskulinum, Femininum und Neutrum, bei der Person Erste, Zweite und Dritte, bei den Kasus Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, bei den Tempora Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2, bei den Modi Indikativ, Imperativ, Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2, bei Genus Verbi und Diathese aktiv und passiv und bei der Komparation positiv, komparativ und superlativ. Hier sehen Sie alle Wortarten im Deutschen, also wenn Sie die so einteilen möchten, und wie man sie unterscheiden kann. Wenn wir von Flexion sprechen, dann sind wir in diesem Hauptarm, nämlich bei den flektierbaren Wortarten. Und das Verb, das Nomen, das Adjektiv, das Pronomen, der Artikel, die sind hier zusammengebunden in ihrer Eigenschaft, flektierbar zu sein. Also wenn wir über Flexion sprechen, sprechen wir über diese Wortarten. Dieser Strukturbaum hier, der wird Sie noch begleiten durch weitere Inputs. Den müssen Sie hier nicht jetzt vollständig schon erfassen. Hier ging es mir jetzt fürs Erste darum, Ihnen
zu zeigen, welche Wortarten, welche Wörter von der Flexion betroffen sind. Gut, die Flexion also die Bildung der Wortformen eines Lexems. Das bildet einen der beiden großen Arme oder Teilbereiche der Morphologie. Der andere Bereich ist die Wortbildung, zu der wir jetzt gleich kommen werden, nämlich zu den Grundbegriffen der Wortbildung. Und die Wortbildung unterscheidet sich darin von der Flexion, dass es die Bildung einer Nennform ist, also die Bildung der Nennform eines Lexems, und zwar dadurch, dass ein schon bestehendes Wort verändert wird. Daraus resultiert dann ein sekundäres Wort. Also, die Wortbildung ist die Bildung der Nennform eines sekundären Worts und die Flexion ist die Bildung der Wortformen eines Lexems. Also die Variation oder die Durchflexion, die Veränderung der Nennform. Genau. Und das Morphem, das hatte ich bereits einmal erwähnt, das ist in der Sprache, auch in der deutschen Sprache, ein einfaches sprachliches Zeichen, das nicht mehr in kleinere Einheiten mit bestimmter Lautung und Bedeutung zerlegt werden kann. Wenn wir hier die Beispielwörter anschauen, sprachlichen Zeichen bestimmter Lautung, Bedeutung zerlegt, dann können wir darin Morpheme entdecken, die in der deutschen Sprache oft auftauchen, aus denen Wörter gebildet werden und die eine bestimmte Bedeutung und eine bestimmte Lautung haben. Also Sprach und Lich und N. Hier können wir sagen, ja, das sind konkretere oder weniger konkretere Bedeutungen. Sowas wie Lich hat bestimmt eine sehr allgemeine Bedeutung. Genauso wie das B in bestimmter. Und andere Morpheme haben eine eher konkrete Bedeutung. Sowas wie Sprach und Zeichen und Stimm und Laut und Deut und Leg und so weiter. Aber das sind alles ja die kleinste bedeutungstragende Einheiten der deutschen Sprache. Man darf Morpheme nicht mit Silben verwechseln. Ja, Morpheme fallen auch nicht mit Silben zusammen, das sehen Sie hier dran. Wir haben die Morpheme Sprach, Lich und In, aber die Silbenstruktur wäre eine andere, die wäre Sprachlichen. Und bei Zeichen haben wir es nur mit einem Morphem zu tun, aber zwei Silben. Zeichen, Zeichen. Oft fallen aber auch Morphemgrenzen und Silbengrenzen zusammen. Das sehen Sie an den anderen Beispielen zum Teil. Silben sind phonologische Einheiten. Um die zu definieren oder voneinander abzugrenzen, spielt Bedeutung keine Rolle. Morpheme sind aber Einheiten aus Lautungen und Bedeutungen. Das heißt, die sind konstitutiv über Bedeutung definiert und deshalb darf man die mit Silben nicht verwechseln. Es gibt verschiedene Morphemtypen, die man voneinander unterscheiden kann. Und das ist zunächst einmal die Unterscheidung zwischen einer Wurzel und einem Affix. Die Wurzel, das bildet immer den lexikalischen Kern von Wörtern und diese Wurzeln treten auch oft frei auf. Der lexikalische Kern hier von unseren Beispielwörtern, das wären Sprach, das wären Zeichen, Stimm, Laut, Deut und Leg. Also die hatte ich eben schon genannt als sozusagen die Morpheme mit einer sehr konkreten Bedeutung. Und deshalb bilden sie eben auch den lexikalischen Kern von Wörtern. Und sowas wie Zeichen und Laut, die treten auch frei auf. Leg tritt als Imperativ beispielsweise auf. Und die Affixe, die treten auf entweder als Präfixe, als Suffixe oder als Zirkumfixe. Affixe sind immer gebunden, das heißt, die treten nie frei auf. Und die erzeugen neue Wörter oder Wortformen aus bestehenden Wörtern.
Wir haben hier, schauen Sie sich erstmal das Grüne an, das grüne Affix, das wäre ein Präfix. Das ist hier, das ist ein Präfix, weil es vor einem anderen Wortteil platziert wird. Dann die hier in dem blassen Rot, die Suffixe, die heißen Suffixe, weil sie immer nach einem bestimmten Wortteil platziert werden. Hier wie lich und um. Und dann haben wir auch noch Zirkumfixe, die werden vor und nach einem bestimmten Wortteil platziert, also nach einem Stamm, nach einer Wurzel, Entschuldigung, bei uns, zum Beispiel bei bestimmt. Das Zirkumfix besteht hier aus be und t. Das heißt, Affixe sind Präfixe, Suffixe und Zirkumfixe. Und diese Affixe sollen also neue Wörter oder Wortformen aus bestehenden Wörtern erzeugen. Und das erkennen Sie hier auch. Aus Sprach wird nämlich sprachlich, aus Stimm wird bestimmt, aus Laut wird Lautung und aus Deut wird Bedeutung und aus Leg wird zerlegt. Das sind alles neue Wörter, die durch Affixe aus alten Wörtern, nämlich den Wurzeln hier, erzeugt werden. Die Affixe wiederum, die kann man unterscheiden danach, ob sie Derivationsaffixe sind oder Flexionsaffixe. Die Derivationsaffixe, die schaffen neue Wörter aus gegebenen Wörtern oder Wurzeln. Das habe ich Ihnen eben schon demonstriert. Und die Flexionsaffixe, das sind die, die einfach neue Wortformen aus derselben Wortart oder derselben Wortart schaffen. Das haben wir ja schon besprochen. Also wenn wir uns Sprachlichen anschauen, dann haben wir mit Sprach eine Wurzel, mit Lich ein Derivationsaffix. Das macht aus Sprach, also aus einem Nomen, ein Adjektiv. Aus Sprach, sprachlich. Und das N ist ein Flexionsaffix, das schafft eine Wortform derselben Wortart. Das schafft also eine bestimmte Wortform des Lexems sprachlich. Und das Lexem sprachlich ist erzeugt worden aus der Kombination der Wurzel Sprach mit dem Derivationsaffix lich. Und genauso funktioniert das auch bei den anderen. Wir finden hier nur ein weiteres Flexionsaffix, nämlich bei bestimmter. Da haben wir die Wurzel Stimm. Das ist eine verbale Wurzel und die ist durch das Derivationsaffix be und t, also ein Zirkumfix, abgeleitet worden zum Adjektiv bestimmt oder zum Partizip bestimmt. In diesem Fall wäre es ein Adjektiv. Und zwar, weil das dann noch flektiert ist. Das heißt, die flektierte Wortform bestimmter des Lexems bestimmt. Hier sehen Sie andere Derivationen, die man vornehmen kann. Auch andere Flexionen. Man kann zum Beispiel das derivierte Adjektiv sprachlich auch mit noch einem Derivationsaffix versehen, nämlich mit keit. Dann hat man zuerst aus einem Nomen Sprach plus lich ein Adjektiv gemacht und mit plus keit wiederum ein Nomen, aber ein abstraktes Nomen. Dass die Wurzel Zeichen, die erscheint beispielsweise auch in Unterzeichnung, wo man auch deriviert hat, ein abstraktes Nomen, Unterzeichnung oder bestimmt. Hier kann man auch andere Derivationen mit Stimm vornehmen, zum Beispiel bestimmbares und so weiter. Die Wurzel deut kommt auch zum Beispiel in missdeutest vor und ziemlich unkonventionelles Nomen wäre sowas wie Unzerlegtheit, aber daran sehen Sie,
wie wir durch die Derivation ziemlich komplexe Ableitungen vornehmen können, durch Derivationsaffixe. Jetzt noch ein paar terminologische Erläuterungen. Wir können die Wurzel und den Derivationsaffix zusammen als Stamm bezeichnen. Und das ein Stamm wäre dann also ein Morphem oder eine Morphemkombination, an das Flexionsaffixe dran treten können. Der Stamm entsteht also, wenn man eine Wurzel und einen Derivationsaffix kombiniert. Sprachlich wäre ein Stamm, an den dann das Flexionsaffix n dran treten kann. Und der Stamm und die Wurzel, die kann man beide einzeln auch als Basis bezeichnen. Und das tut man immer dann, wenn es egal ist, ob man gerade von der Wurzel oder vom Stamm spricht. Man kann sie aber auch weiterhin als entweder Wurzel oder Stamm bezeichnen. Das ist hier ein bisschen Optionalität, die manchmal verwirrend sein kann. Aber man muss sich nur klar machen, was hinter jedem Ausdruck steckt. Okay, dann brauchen wir zu unserer Morphemklassifikation hier noch ein paar Ergänzungen. Es gibt nämlich auch sowas wie Konfixe. Wenn Sie sich die Beispiele anschauen, das sind so Morpheme wie Fanat oder Icker, Ismus, Isch oder Isieren, Bio, Geo, Stief, Schwieger und so Endungen wie Nom, Loge, Theg. Man kann die sogar miteinander kombinieren. Also wenn Sie schauen, Bio und Loge oder Geo und Loge. Haben wir noch was? Nee, weiter nicht. Aber Fanatiker natürlich und Fanatismus und fanatisch und fanatisieren. Diese gelb hinterlegten Elemente hier, das sind Konfixe. Und warum sind das Konfixe und nicht einfach Wurzeln? Weil sie weder frei noch ein Affix sind. Und zwar sind sie kein Affix, weil sie miteinander zu Wörtern kombinierbar sind. Zum Beispiel eben wie Biologe. Das heißt, sie können keine Affixe sein, aber Bio und Loge, die treten auch nicht frei auf und deshalb können sie keine Wurzeln sein. Und sie haben trotzdem sowas eine ziemlich konkrete Bedeutung, anders als jetzt zum Beispiel so ein Morphem wie bar oder lich. Das heißt, sie haben eine relativ konkrete lexikalische Bedeutung, aber sie sind weder frei noch affix. Und dafür gibt es das Wort Konfix. Dann gibt es auch noch sowas wie unikale Morpheme. Die sind auch weder frei noch affix und die sind an bestimmte Wortkontexte gebunden. Sowas wie him und brom bei Beere. In anderen Zusammenhängen kommen diese unikalen Morpheme nicht vor und genau deshalb heißen sie auch unikale Morpheme und ebenso beispielsweise beim Schornstein. Und dann müssen wir noch die Allomorphie erwähnen. Allomorphe sind Formvarianten des gleichen Morphems. Also in Sprache, sprachlich und sprechen sind die Morpheme Sprache, Sprach und Sprech sozusagen Auftretensvarianten des gleichen Morphems Sprach. Oder bei Dorf und Dörflich mit dem Umlaut. Auch Dorf und Dörf sind Allomorphe eines Morphems. Auch Zeichen und Bezeichnen, obwohl da ein Schwa zum Beispiel fehlt oder vorhanden ist. Und wenn Sie im letzten Beispiel Augen, Mäuse, Dinger, Handys betrachten, dann sehen Sie, das sind alles Plurale, aber Plurale, die verschieden gebildet werden. Einmal durch Anhängen eines Flexionsaffixes n, einmal durch ein Umlaut plus ö, einmal durch r, einmal durch s. Diese Flexionsmorpheme, diese Pluralmorpheme, das sind auch
Morphe, das sind auch alles Allomorphe eines Pluralmorphems. Und zuletzt möchte ich noch die Fugenelemente erwähnen. Die gehören eigentlich nicht in die Morphologie, weil sie keine Bedeutung tragen, aber die gehören hier trotzdem hin, weil sie Verbindungselemente zwischen Morphemen sind und vor allem bei Komposita aus Nomen, also aus Nomen von vor allem in Nomen-Nomen-Komposita. Also wenn Sie sowas haben wie Schwanensee, Arbeitserleichterung, Blumenvase und Rinderbraten, dann sind hier immer zwei Nomen miteinander verbunden, aber zwischen den beiden Nomen stehen noch Verbindungselemente, die selbst keine Morpheme sind, sondern eben nur verbinden. Und welche dieser Fugenelemente welche Morpheme verbinden, das ist auch regelbasiert, aber sie sind nicht bedeutungstragend. Und damit sind wir für den ersten Block am Ende. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.